Was ist denn aber modern? Modern ist, ey, ich habe ein Problem, was mit Diabetes zu tun hat. Ich gucke, okay, wer hat vielleicht das gleiche Problem oder ein ähnliches? Was hat derjenige damit gemacht? Was kann ich daraus lernen? Und was kann ich dann wieder damit anfangen für mich? Und was kann ich danach auch wieder anderen weitergeben? Und genau das ist es, was zum einen wir hier machen in diesem Austausch, was aber auch, finde ich, gebraucht wird. Denn die Schiene der Ärzte ist wahnsinnig wichtig. Die Schiene der Diabetesberater ist auch total wichtig. Sage ich auch gar nichts dagegen. Aber was ist denn noch wichtig? Mit jemandem zu sprechen, der das gleiche Problem hat. Ja, guten Morgen und herzlich willkommen in meiner Diabeteswelt. Ich bin heute und morgen auf einem Gesundheitssymposium in Schwerin und da geht es um die Themen Diabetes und Adipositas. Und aus allen Perspektiven betrachtet. Also ich glaube, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, als auch gesundheitlich. Und ja, ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, wie das so ist. Netterweise habe ich gerade von zwei ganz lieben. Was ist das denn? Von zwei. Eine Kamera. Von zwei ganz lieben Frauen ein bisschen was zu essen bekommen. Und zwar Banane. Weil ich habe natürlich nichts dabei gehabt, also ganz schlecht als Diabetiker. Und sogar noch einen Kaffee, das war ganz goldig. Und jetzt habe ich gerade noch eine ganz liebe Studentin getroffen, die das Gespräch von uns mitbekommen hat. Und genau, da ging es ums Thema Diabetes. Und vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, dass die liebe Elena, genau, warum sie das dann so interessiert hat. Hi, Überforderung. Ja, also ich habe in der Verwandtschaft jetzt einen Fall, der auch eben letzte Woche Diabetes Typ 1 diagnostiziert bekommen hat und ich habe es gehört und finde es voll spannend, was ist dein Name? Kathi. Kathi macht. Genau, und jetzt sind wir hier in der Bahn ins Gespräch gekommen und ich finde es super, dass Leute sich da engagieren und ja, ihr Wissen teilen. Vielen Dank. Ja. Oh, voll cool. Also ich freue mich über sowas immer mega, das wisst ihr ja schon. Ich raste da immer ein bisschen drauf aus. Und ja, wir quatschen jetzt noch ein bisschen und dann würde ich sagen, seht ihr gleich, wie es so weitergeht. Ja, und ich werde es mir jetzt hier noch so ein bisschen gemütlich machen. Ich habe schon meine Pumpentasche ausgepackt. Ich bin immer noch total geflasht von der Fahrt, von den Gesprächen. Ich glaube, ich setze mich jetzt einfach noch ein bisschen ans Wasser und genieße noch kurz die Stille. Tagesspiegel. AOK-Chef will Zuckersteuer, steht in der Rheinischen Post. Neue Arzneien sollen Diabetes stoppen. Wenn wir dieses Wort Selbsthilfegruppe nennen, dann haben wir irgendwie so im Kopf das Bild von den anonymen Alkoholikern und dem Stuhlkreis und da fährt man einmal im Monat hin und dann redet man über die Probleme. Und das ist einfach nicht besonders sexy. Das ist total schade, denn ich sage das ja nicht, weil ich sage, dass ich Selbsthilfe unsinnig finde, ganz im Gegenteil. Ich bin schon wieder ein paar Tage zurück aus Schwerin und habe das Ganze einfach nochmal Revue passieren lassen. Jetzt wollte ich euch natürlich nochmal erzählen, was so grob die Themen waren, was mir persönlich als Patientin und als Mensch, der so ein bisschen in der Diabetes-Öffentlichkeit auch ab und zu mal unterwegs ist, aufgefallen ist und so grundsätzlich noch ein paar Gedankengänge von mir einfach dazu. Natürlich ging es im Großen und Ganzen nicht um den Typ 1 Diabetes, sondern um den Typ 2 Diabetes. Es ging um Prävention, es ging darum, wo setze ich an in der Gesellschaft, wie kann ich das auch politisch irgendwie etablieren. Setzt man an bei einer Zuckersteuer, einer Lebensmittelampel oder so, bringt das irgendwas? Sollte man vielleicht nicht eher in die Grundschulen schon gehen oder sogar in den Kindergarten und schon mal was zum Thema Ernährung machen oder sollte sogar ein neues Schulfach eingeführt werden, in dem wirklich der komplette Gesundheitsbereich so ein bisschen abgedeckt wird, dass man so eine Art allgemeine Background-Information schon mal einfach hat und dass das fest ist für jeden Menschen, der in Deutschland lebt
Oder wie etabliert man einen Diabetesplan? Was ist da wichtig? Also politisch gesehen, was ist da einfach alles wichtig? Wo setzt man einfach an? Und ja, das waren zum Beispiel Themen, worum es wirklich sehr intensiv ging, worüber sehr intensiv und lange diskutiert wurde. Hat auch immer irgendwo was mit Adipositas zu tun. Und das war auf jeden Fall total interessant, das mal so mitzubekommen, weil ich fühle mich bei beiden Themen angesprochen. Ich war vor nicht allzu langer Zeit noch wirklich hochgradig adipös. Ich kann euch ja mal ganz kurz sagen, ich hatte einen BMI von 44. Das ist schon wirklich bei dieser Skala recht weit oben. Habe ich mittlerweile nicht mehr. Ich denke, das sieht man auch. Aber ich bin immer noch nicht dünn oder schlank oder so. Ich bin immer noch übergewichtig. Das ist mir auch alles bewusst. Aber zum einen habe ich mich deswegen natürlich in dem Bezug zu Adipositas angesprochen gefühlt. Und wenn es um Diabetes und Adipositas geht, ja, da fühle ich mich halt irgendwie auch angesprochen, was den Diabetes betrifft, weil ich es einfach auch habe. Natürlich zwar kein Typ-2-Diabetes, aber eben eine Form des Diabetes. Und deswegen war das auch für mich wahnsinnig interessant. So, was habe ich aber vermisst? Fange ich mal kurz damit an. Also zum einen habe ich vermisst das Thema Motivation, beziehungsweise auch, also es wurde angesprochen. Zum Beispiel Bastian Haug hat wirklich einen sehr schönen Vortrag darüber gehalten, wie sehr es denn wichtig ist, dass man sich gegenseitig auch irgendwie motiviert als Diabetiker, dass man Blogs hat, dass man YouTube-Kanäle hat, dass man Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man quasi wirklich von Diabetiker zu Diabetiker spricht. Und genau das finde ich auch sehr wichtig. Aber er war der Einzige, der das so richtig angesprochen hatte. Und alle anderen ging darauf halt gar nicht ein. Und gerade in der Politik, wie ich finde, ist das so, so wichtig. Da geht es ja auch um direkten Kontakt und da geht es darum, dass man Auge zu Auge miteinander spricht. Und wenn sich da noch jemand hinstellen würde, der selber betroffen ist, ein Mensch hat das dort gemacht, der ist selber Typ-2-Diabetiker, ist, fand ich, eine sehr eindrucksvolle Persönlichkeit und der hat das auch wirklich toll gemacht. Und genau das finde ich persönlich, fehlt aber trotzdem noch so ein bisschen. Da reicht nämlich nicht einer, das müssen mehrere machen und sich dahinstellen. Und genau das ist ja auch das, wofür ich stehe. Und deswegen fand ich das so schön, Teil des Ganzen gewesen zu sein. Denn mir ist einfach aufgefallen, okay, das, was ich gerade hier mache, auch mit meinem YouTube-Kanal und dass ich aber auch grundsätzlich so in der Öffentlichkeit sage, hey, ich habe Diabetes und das bedeutet das und das und das. Aber das bedeutet auch, man kann das und das und das noch weiterhin machen und sehr gut sogar machen. Ja, genau das hat mir einfach gefehlt und dadurch, ich weiß, dass Motivation immer von einem selber vor allem natürlich kommen muss, aber es steckt einfach an und wirklich, ihr Lieben, Motivation steckt an. Also wie viele Nachrichten ich von euch bekomme, dass ihr euch wieder motiviert fühlt und wieder entweder abnehmen wollt oder Low Carb macht oder einfach euch wieder besser um euren Diabetes kümmert und so weiter, das ist unglaublich, dafür bin ich euch sehr, sehr dankbar. Und genau daran merke ich aber auch, dass das gebraucht wird und dass genau das so eine kleine Nische ist. Und das Ganze noch in Bezug mit Social Media bzw. auf den verschiedenen Social Media Kanälen ist dann Bombe. Das ist genau das, was mit der Zeit mitgeht, das ist genau Trend und genau das könnte in Deutschland noch ein bisschen mehr etabliert werden. Es wurde auch viel der Vergleich zu Dänemark gemacht und es bedeutet Selbsthilfe, ja, es ist moderne Selbsthilfe, aber es ist nicht mehr, und das hat auch Bastian Haug gesagt, es ist nicht mehr der Stuhlkreis, den es damals noch gab, ne? Also wenn man jetzt sagt, man geht in irgendeine Selbsthilfegruppe oder so, ist das nicht so geil, das klingt auch nicht so geil und das ist auch, er hat auch so schön gesagt, das ist nicht sexy. Und da stimme ich ihm komplett zu. Wer sagt denn schon, oh, ich setze mich da in so einen Stuhlkreis, so, ist voll geil. Nee, ist es eben nicht. Und was ist denn aber modern? Modern ist, ey, ich habe ein Problem, was mit Diabetes zu tun hat. Ich gucke, okay, wer hat vielleicht das gleiche Problem oder ein ähnliches? Was hat derjenige damit gemacht? Was kann ich daraus lernen? Und was kann ich dann wieder damit anfangen für mich? Und was kann ich danach auch wieder anderen weitergeben? Und genau das ist es, was zum einen wir hier machen in diesem Austausch, was aber auch, finde ich, gebraucht wird. Denn die Schiene der Ärzte ist wahnsinnig wichtig. Die Schiene der Diabetesberater ist auch total wichtig. Sage ich auch gar nichts dagegen. Aber was ist denn noch wichtig? Mit jemandem zu sprechen, der das gleiche Problem hat. Und dann würde ich sagen, einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Video und seid wieder dabei. Tschüss!